Liebe Leute, willkommen wieder bei einer weiteren Folge Waft mit dem lieben Zombie. Und heute wird's kritisch, ja. Der krasse Kampf gegen Mama Bear wird heute stattfinden. Das wird nicht easy, Leute. Das wäre mal clever, eigentlich das zu machen, Heilsalbe. Ja, dafür brauchen wir ja Honigwaben. Hab ich doch. Das sieht nicht aus wie die richtige Ecke der Insel. Du musst halt bald zu den Schildern wiederkommen, so, und dann... Tut mir leid. Ich bin dumm, dumm, gumm, gumm. Für irgendwas kauen oder so. Das bin ich. Schnaufst aber ein bisschen so an deiner Leiche. Sehr nett. Ich wollte reingucken, weil du hast da irgendwie davor so extra so einen Trog mit Bären gefüttert. Und es wirkte so, als hättest du den aus der Höhle gelockt damit. Ja, anscheinend. Aus Reflex habe ich ihn angegriffen. Aus Reflex? Ja. Weil ich dachte, scheiße, Bär. Deiner Tode verdient. So. Und ich bin wieder wach. Oh, ich bin von meinem... Du hast mich da wieder belebt. Ey. Böser Hai. Dessen Namen will ich, glaube ich, nicht haben. Oder ist es noch Jimmy? Oh, er hat es nicht gemacht. Die Honigwaffe. Ja. Einzige, was ich lernen wollte. Honig, du hast Honig gelernt. Heilsalbe. Aber Heilsalbe konnten wir doch schon. Ein Glas voll Bienen. Dann können wir das letzte Rezept lernen. Aber wie will man denn ein Glas voll Bienen bekommen? Wir brauchen mehr Metallerz, was wir schmelzen sollten. So, wie sieht die denn jetzt aus hier? Wo ist jetzt meine Machete? Hier. Cool. Ja. Lass mal töten das gehen so jetzt. Schild oder so, ja. Stand aber auch dran, eignet sich perfekt, um Vegetation zu zerkleinern. Denkst du, die ist nicht zum Töten? Vielleicht sollte ich... Egal. Ich hätte vielleicht noch mehr Essen und Trinken mitnehmen sollen. Ich esse mich mal mit Kokosnüssen voll. Ja, mit Mangos. Tanze Mango mit mir. Tanze Mango die ganze Nacht. Die wir hätten skippen können im Boot. Was hätten wir skippen können? Weiß ich nicht. Die Nacht. Warte, soll ich dir mal eben kurz helfen? Ja, das macht so viel besser. Vielleicht fühlst du dann, dich dann nicht mehr so traurig. Weil es nicht mehr so dunkel ist, weißt du das? Ich glaube, ja, die dunklen Stellen werden doch nur doch dunkler, wenn du mich anleuchtest. Echt? Nein. Ich sehe dich sehr gut. Du siehst sehr hübsch aus. Danke. Genau, jetzt müssen wir da rechts lang. Da müsste der Bär sein. Ja, das gesagt, geradeaus war der Bär. Aber ich bin doch da hier hochgegangen. Achso, jetzt ja rechts an der Seite dran vorbei. Okay, das kann sein. Ich höre ihn sogar schmatzen. Bist du jetzt hier rechts gegangen oder wo bist du? Bist hochgegangen. Du hast mir doch gerade gesagt, ich soll runtergehen. Und ich gehe gerade einfach geradeaus. Ich gehe gerade einfach nur in die Richtung vom Essgeräusch. Der müsste unter mir sein. Wo bist du? Ja, beim Bär. Ja, genau. Sollen wir ihn hauen? Ja, wenn wir dürfen mit der Machete. Okay, bist du bereit? Ah ja, der macht halbes Leben mit dem Schlag. Dann würde ich echt aufpassen. Oh, ich bin tot. Bist du gar nicht. Kletter einfach irgendwo hoch. Wer kann bestimmt nicht klettern. Du bist meine Feinde. Ich bin tot. Oh, dein erster Tod, Zombie. Er ist hinter mir. Ich bin auch tot. Nein. Rette mich, Mr. Moore. Es ist deine Chance. Ich bin aber auch tot. Ja, aber du kannst einsteigen und mich holen. Alles, was ich im Inventar habe, ist weg, Leute. Oh, RIP. Oh, RIP. Ja, ich komme... Ach, scheiße, Mann. Ey, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das passieren wird, ne? Deinstallierst du gerade das Spiel? Nee, ich warte, dass du mich rettest. Ich habe nur gerade... Dai verfolgt mich auf einmal da auf dem Weg, wo er sonst nie mich verfolgt hat. Okay. Ja, ich bin tot. Okay, nice. Hast du irgendwas mitgenommen? Oder nein! Okay, dann ist ja gut. Ah, oh, was passiert hier gerade, Zombie?
Ich lese vor, was ich gerade gelesen habe nebenbei. Sorry, Leute, dass ich auf Twitter geguckt habe. Mixer, Partner, Streamers und Community. Heute haben wir sehr große Nachrichten für euch. Weil während wir uns entschlossen haben, alle Operationen Richtung Mixer zu beenden, werden wir offiziell Partner mit Facebook Gaming und laden euch alle ein, dort zu streamen. Ist ein Troll, oder? Nope. Hat Mixer nicht ultra viel Kohle für Streamer bezahlt im Millionenbereich? Scheinbar hat es nicht funktioniert. Das finde ich echt krass. Muss ein Ninja jetzt auf Facebook Gaming streamen? Ich habe keine Ahnung. Hä, ich bin gerade voll schockiert. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das einstellen. Hä? Ja, ne, anscheinend kommst du halt nicht gegen Twitch an, wa? Also so gekaufte Leute wie Ninja und so müssen scheinbar nicht mitwechseln, aber die haben Angebote von Facebook bekommen. Ich denke nicht, dass die auf Facebook gehen werden. Wer will auf Facebook streamen aus der Debitor? Nee. Alter, Ninja ist einfach der Alter, du hast mich gerettet. Ninja ist einfach der glücklichste Mensch der Welt. Der hat einfach so einen Ultra-Deal wahrscheinlich von Mixer bekommen. Wurde einfach ultra bezahlt. Für eigentlich permanent da zu streamen. Und dann schließt die Seite einfach und er kann wieder zurück zu Twitch gehen. Ich bin richtig schockiert, dass das... Ich hätte nicht gedacht, dass sie dicht machen, hä? Ich auch überhaupt nicht. Weil es halt so wirklich wirkt, als würden sie sich Mühe geben und versuchen, die Seite aufzubauen. Es gab ja auch voll oft so irgendwelche so, oh, du guckst einen Stream bei Mixer, du kriegst irgendwelche Belohnungen bei Xbox-Sachen und sowas. Ist ja von Microsoft gewesen, ja. Ne? Ich glaube, außer Twitch funktioniert halt nichts. Ah, aber das liegt halt daran, weil viele Leute... Oh, hier ist noch eine Höhle. Ist noch ein Berg reingerannt. Woher kommt jetzt der Bär? Renn. Was tue ich wohl? Renn, Mr. Moor. Glaubst du, ich schaffe es ins Wasser zu springen mit dir? Denkst du, der Bär hat einen Mixer gegessen? Hey, ich hätte aber echt nicht gedacht. Ich wäre fast schockiert, dass sie das echt schließen. Ich finde es auch richtig krass. Ja, dann könnt ihr ja wieder alle zurück nach Twitch jetzt, nachdem sie ihren dicken Deal hatten. Ja, eben. Ist doch ultra, das Weihnachten. Aber viele Streamer konnten halt nicht rüber nach Mixer, weil sie halt an Twitch gebunden waren von Anfang an. Das ist halt der Vertrag. Ja. Das wäre Mixer vielleicht voller gewesen. Oh, ist das blöde alles. Ich bin halt ein bisschen. Oh, ich lebe. Und ich habe noch alles, meinen Rucksack, meine Rüstung, ja. Oh, der Rucksack! Warum machst du mich jetzt traurig? Hier, kannst meine Sachen haben. Nein, will ich nicht. Okay. Es ist meine Schuld. Ich hab's versucht, Leute. Ich muss mit der Situation klarkommen. Zombie, hast du das verstanden, ja? Ja. Müssen wir uns jetzt hier ein Jahr... Müssen wir uns jetzt ein Jahr preparen? Okay, komm, wir machen beide Bögen und dann spammen wir den alten Sack weg. Ich hab mir jetzt erstmal eine Machete gemacht. So. Die haut mir zu langsam zu. Die hat keine Range. Shit. Ah, Moment. Ah. Wo ist denn das ganze Leder? Langseide Glibber. Nein, das ganze Leder der Bären habe ich nicht. Bären haben Leder gedroppt? Ja, sicher. Und davon hätte ich jetzt nur einen Rucksack gebaut. Boah, dann nehme ich die Materialien mit, dass ich mir theoretisch einen neuen Rucksack bauen könnte. Und hoffe, dass ich Leder bekomme, weißt du? Achso, dass du so unterwegs einen Rucksack craftest. Ja. Oh, ist das blöd. Oh Mann, und meine frische Sauerstoffflasche und meine... alles ist weg. Ich bin komplett RIP. Also wirklich. Ja, Leder ist jetzt nicht mehr so easy. Haben wir noch irgendwo Kunststoff? Nee. Doch. In der Kunststoffkiste. Wo ist denn die Kunststoffkiste?
Über dem Craftzeug. Ist leer. Ah, auf einmal ist da was drin, ey. Okay, ja, mehr brauche ich eigentlich gar nicht, ne? Außer ein bisschen Essen, meine Machete und mein Angel zum Werfen-Ding. Angel zum Werfen-Ding. Warum ist hier oben 16 Kunststoff in der Essenskiste? Habe ich mal rausgenommen. Weiß ich nicht. Okay, dann sollten wir... Also ich bin jetzt quasi wieder aufbruchbereit, habe leider halt nur kein Dings mehr. Okay. Kein Bogen und keine Rüstung und so. Da oben war ein Bär, da war noch eine große Höhle. Ich weiß nicht, ob das die war, das war eine andere Höhle, meine ich. Ich glaube, es gibt nur einen Megabär. Es war ein anderer Bär bei einer Höhle. Aber es war ein normaler Bär. Aber der Megabär hat sehr viel bisher ausgehalten, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir den so oft getroffen haben. Ich habe den schon vorher ja auch bearbeitet. Das stimmt. Ach Mann. Du hast einen Bogen? Nee. Okay. Ich hätte gerne einen. Sonst hätte ich ihn versucht, mit dem Bogen irgendwie zu so einem Stein zu locken, wo er zu dumm ist zum Angreifen oder so. Komm mal, hier rechts irgendwo muss die Höhle sein, die ich meine. Weil hier bin ich ja den Bären begegnet. Da, ja. Da hinten bei dem Spind und so. Achso, ja, da war ein Bär, der mich angegriffen hatte. Ich habe keine Höhle gesehen, da kam einfach ein Bär auf mich zugesprintet irgendwann. Hier habe ich dann hintergeguckt. Da ist eine Höhle. Und ein Bär davor. Der Bär kommt. Man kann scheinbar ausweichen. Ich mache so Charge-Angriffe nur. Er ist tot! Gut. Bitte gib mir viel Leder, bitte gib mir viel Leder! Zombie! Ein Bärenkopf? Ja! Willst du ihn haben? Oder willst du erst sehen, wie er an mir aussieht? Nee, ich will nicht sehen, wie der aussieht. Ja, ich hab leider keine Dings. Hier! Bitteschön! Ja. Alter, du bist schon, das ist schon sexy smexy. Danke. Ja gut, hier sind nur Pilze und Dreck drin. Hätte auch was Cooles drin sein können. Kannst du deinen Rucksack machen? Ich hab doch gesagt, ja, aber ich hab jetzt einen wieder. Ja. Hab doch gesagt, Hätte es sich nicht gelohnt, den Rucksack für nach dem Bärenkampf aufzuheben oder brauchtest du jetzt für den Kampf so dringend einen? Ich weiß auch nicht, was mich geritten hat, ihn jetzt herzustellen, Zombie. Okay. Die machen wir jetzt alle. Ich schwör's dir. Versuch Nummer 3. Ja, aber wie? Da ist einfach seine Bären. Der Bär. Ist hier irgendwo ein Stein, wo ich mich draufstellen kann, der ein bisschen größer ist als 1 Zentimeter. Irgendwo, wo ich hochklettern kann. Hier so an der Seite kann man hochklettern. Wo bist du? Vom Bären. Achso. Wollt ihr gleichzeitig schauen? Achtung, er will dich. Sag, wenn er dich einmal getroffen hat, ne? Hat er. Okay. Ich bin tot. Hilfe. Er greift mich jetzt an. Ich habe nie eine Meldung bekommen, dass er mich getroffen hat. Ich habe 1 HP. Ja, ich laufe auch gerade einfach weg. Er frisst wieder. Okay, ich rutsche gerade den Berg runter. Er frisst wieder. Ja, ich warte, bis ich mich regeneriere. Nein, ich habe mitnehmen sollen. Hä? Ich habe nie gesehen, dass er mich getroffen hat. Mein Charakter hat nie Aua gemacht oder sowas.
Wie viel hält dieser Bär aus? Ja, wahrscheinlich ultra viel. So ein Schwein hält ja schon richtig viel aus. Ich will ihn tot sehen. Ich will gleich meine Netzkanone. Dann fangen wir den. Die regeneriert mein Leben. Heilsalbe oder warten? Ich dachte, so wenn man volles Leben und Durst hat, also so regeneriert man. Ja, mach mich doch. Ich regeneriere gerade Leben. Nee, meins blinkt aber durchgehend rot. Nö, ich regeneriere Leben. Langsam. Also meine Lebensleiste wird mir als leer angezeigt. Hast du denn volles Essen und volles Trinken? Ja. Maximum. Da bist du verbuggt? Nee, es kann sein, aber ich will es halt nicht riskieren. Kannst du mein Leben sehen? Nee. Nee. Mein Bildschirm blinkt halt auch so grau. So, hey, du bist tot. Soll ich die Heilsalbe holen? Soll ich den noch machen? Der heilt sich, wenn er an diesen Topf geht und seine Beeren frisst? Ich glaube nicht, oder? Soll ich ihn hauen? Ich hau ihn. Nicht, dann rennen wir weg. Ich bin tot. Oh nee. Du musst nur so weit wegrennen, dass er wieder an den Topf geht. Folgt er mir die Klippe runter? Er frisst wieder. Okay. Lass mal Heilsalbe holen gehen. Würde ich sagen, oder nicht? Ja, können wir. Ach Mann, ist das doof. Wir schaffen diesen Bären gerade nicht. Das ist der Endgegner, Mann. Falls mich der Hai tot beißt, musst du dich aber wieder beleben. Weil ich halt immer noch 10-mal so viel Zeug hab. So, aber scheinbar nicht. Hier. Ich lebe wieder. Hey! Hey! Wie macht man eine Heilsalbe? Irgendwas mit Honig, ne? Er ist tot. Ich hab Jimmy totgeschlagen. Oh. Cool. Tut mir leid. Es ist einfach passiert. Er war da und dann habe ich ihn gehauen und dann war er tot. Eier, Ton und 6 Honig? Halt aber dann ein komplett voll, bitte. Oder Eier und Ton. Ja, mache ich das Eier-Ton-Rezept. Mampf. So, wieder super Leben mit super Essen am Start. Ich habe aber auch wieder Überessen jetzt, ne? Ich habe so ein Gericht gegessen und pappsatt, pappvoll. Ich hätte Bär ja Angst, wenn ich einen Heilkopf aufsetze. Schön wär's. Machete, Machete. Sonne, Mond und Sterne. Der Bär, der wird gegessen. Ich hoffe, der gibt sehr viel Fleisch. Vielleicht droppt er auch was Krasses. Ein Legendary oder so. Wo bist du? Auf dem Boot. Warum? Ich habe gerade Palme gepflanzt und geerntet. Achso, ich bin schon zum Bär gelaufen. Achso. Ja, keine Ahnung, ich muss eh noch ein bisschen warten, bis mein Leben voll ist. Deswegen dachte ich, ich bin gerade im. Ich hau den schon mal, ich probier's. Okay, ich lauf dann da mal hin, um dich wieder zurückzutragen. Nein, Sommer, diesmal schaffe ich's. Du musst dein Angriffsmuster lernen, die Dodge Rolls. Okay, hab ich instant wie gehauen und ich bin weggerannt. Aber ich lebe noch. Ich hasse ihn. Was ist denn sein Dodge-Muster? Du blöder Bär, keiner mag dich. Ach komm, warum haust du mich denn? Ich hab ihn nur angeguckt. Toll, ich kann mich wieder heilen. Oh. Dover Bär, ehrlich. Ah, wieder volles Leben. Aber trotzdem. Ich sehe dich nicht. Alter. So, und dann benutze ich den Trog, um ihn abzulenken.
Warum geht ihr auf dich? Ich wollte mir am Trog hängen lassen. Ich bin tot. Oh nee. Ey, ist das dumm? Heißt. Okay, cool. Mr. Moore, kannst du nicht meine Pläne kaputt machen? Ich hab nichts gemacht. Du hast dich töten lassen. Obwohl ich gegen ihn kämpfen wollte, weil du irgendwie so hinter ihm standst und dann seinen Po geschnüffelt hast, während er gekämpft hat. Hat ihm nicht gefallen. Tommy, ich raste aus. Was ist das für ein Bär? Du hast da bestimmt einmal draufgehauen. Ja, und? Was ist denn dein Plan gewesen? Ja, dass er an dem Trog hängen bleibt, weil er vorhin am Trog hängen geblieben ist, als du gegen ihn gekämpft hast. Kann ich ja jetzt in 4 Minuten wieder ausprobieren, wenn wir hin und her gelaufen sind. Es tut mir doch leid, Mann. Wenn das so weitergeht, muss ich bald Raft schließen, so wie Mixer. Verrückt mit Mixer. Das ist echt verrückt. So, weil so langsam hätte ich so gedacht, so ja, okay, die Plattform existiert, die ist jetzt nicht mehr ein Meme. Und dann schließen sie hier, um das Meme zu vervollständigen. Bin falsch gelaufen. Aber jetzt dadurch, dass Mixer auch, also wie soll sich jetzt noch eine neue Streaming-Plattform durchsetzen? Kann sich nicht. Jetzt auf keinen Fall mehr. Also Mixer außer war so YouTube halt, ne? Ja, außer es kommt, keine Ahnung, außer es kommt irgendwas ultra revolutionäres, wo alle Streamer instant hinwechseln wollen, weil sie wieder Copyright-Musik oder sowas in ihren Streams haben dürfen. Ich weiß nicht, wo muss ich lang? Hilfe. Aber ja, jeder wird ja jetzt sofort denken, okay, jede Streaming-Plattform geht down, sobald sie nicht mehr, solange sie nicht Twitch ist. Naja, Facebook Gaming gibt's auch schon sehr lange. Das Ding ist aber halt, dass Twitch sehr viel Money hat durch Amazon, ne? Ja, vorher schon. Twitch war ja schon seit Jahren die größte Plattform vorher. Da haben sie noch die Amazon-Partnerschaft gemacht oder schon aufgekauft von Amazon, weiß es gar nicht mehr. Mixer hatte eigentlich relativ coole Ideen. Ja, aber allein diese Twitch-Emotes sind ja schon so eine Kultur geworden, dass das echt schwer ist ohne. Ich weiß nicht, was du meinst, Kappa. Und das war auch die Folge für heute. In der nächsten Folge geht's weiter und hoffentlich schaffen wir dann endlich mal Mama Bear zu besiegen. Ich stelle mich aber auch echt blöd an.